Ich hoffe, ich bleibe nicht stecken. Das hier ist mein Kollege Florian Eich bei einer Stadtführung, die in keinem Reiseführer steht. Wie Sie sehen, sind wir in Paris. Und wenn wir abtauchen, 25 Meter unter der Erde, gibt es dort die Katakomben, ein düsteres Tunnellabyrinth. Aber es ist auch eine bizarre, bunte Parallelwelt. Was sind das für Menschen, die in die Tiefe steigen, um Partys zu feiern? Wir waren dort. Galileo-Reporter Florian Eich will es herausfinden. Für den Abstieg in den Pariser Untergrund bereitet er sich gut vor. Vor allem, falls wir länger unter der Erde sind, als wir geplant haben. Wasserflasche, Hilfekosten, Powerbanks, Nahrung, noch mehr Wasser, eine Kopflampe, Akkus, Taschenlampe, noch mehr Akkus, Kompass und Leuchttape. Dann mal los. Während normale Touristen den Eiffelturm bestaunen, hat sich unser Reporter übers Internet mit jemandem verabredet, der ihn durch die Katakomben führen will. Langsam werde ich tatsächlich etwas nervös. Ich hoffe einfach nur, dass unser Kontakt auftaucht und dass alles gut geht. Der Kontaktmann ist einer der sogenannten Kataphilen. Als Kataphile werden die Leute bezeichnet, die regelmäßig in den Katakomben unterwegs sind. Da kommt er. Hi, hi, wie geht's dir? Also du kannst uns heute Nacht in die Katakomben führen? Ja, in die Pariser Katakomben, 25 Meter unter der Stadt. Okay, was hast du geplant? Wir werden versuchen, ein paar neue Räume in den Katakomben zu finden und wir werden uns dort ein paar coole Orte anschauen. Okay, awesome. Los geht's. Let's go. Die Eingänge, durch die Ivan fast täglich in den Untergrund absteigt, will er geheim halten. Wo wir hier genau sind, dürfen wir nicht filmen. So, jetzt geht's los. Wenn wir da runtergehen, dann vertrauen wir unser Leben tatsächlich jemanden an, den wir kaum kennen, aber irgendwie vertraue ich dem Typen. Und ich hoffe einfach, dass alles gut geht. Durch einen Gully geht's runter. So schnell, dass es niemand auf der Straße bemerkt. Dann sind sie drin. Unser Reporter und sein Kameramann Max. Der Trip durch die Pariser Katakomben kann beginnen. So, es ist etwas chaotisch. Wir bereiten uns gerade auf den Abstieg vor. Aber jetzt geht's los. Da geht's runter. Warum ziehst du deinen Pullover aus? Er nervt. Okay. Kannst du dich so besser bewegen? Ja. So, let's go. 25 Meter geht's runter. Hinein in ein Netz aus Tunneln, Höhlen und schmalen Gängen. Der Gang ist gerade mal eine Meter hoch. Schnell wird klar, wir sind nicht die Einzigen hier unten. Die Stimmen gehören zu anderen Kataphilen, die sich hier einen schönen Abend machen. Hi Leute, was macht ihr hier unten? Wir trinken Bier und essen. Okay, und warum hier unten und nicht da oben? Hier unten ist es mysteriös. Wir haben Bier und Bordeaux. Hier unten ist es einfach anders. Deshalb zieht es auch Ivan hierher. Die Menschen, die Mikrogesellschaft, alles hier unten ist besser als da oben in Paris. Hier lächeln die Menschen. Sie grüßen und respektieren einen. In Paris ist das nicht immer so. Und wie geht's den neuen Besuchern? Ich fühle mich leicht gestresst, Mann. Geht's nicht anders? Die Wände sind ganz feucht. Hier unten ist es auch ziemlich warm. Und hört ihr die Musik? Ich weiß nicht, was hier abgeht. Die Musik kommt aus Ivans Lautsprecher. Den hat er bei seinen Touren durch die Katakomben immer dabei. Der Franzose erkundet das Tunnelsystem fast täglich und scheint sich im komplexen Labyrinth gut zurechtzufinden. Im Gegensatz zu unserem Reporter. Also spätestens jetzt haben wir einen Punkt erreicht, an dem ich nicht mehr weiß, wo wir sind und wie wir hier wieder rauskommen. Das heißt, wenn wir ihn hier verlieren, dann sind wir verloren. Ivan vertraut nicht nur seinem eigenen Orientierungssinn. Die Kataphilen haben das unterirdische Netz ausführlich dokumentiert. Auf selbstgezeichneten Karten tauschen die Insider ihre Lieblingsspots aus. Ich habe hier was Cooles für dich. Thank you.
Wir haben hier einen Platz gesucht. 25 Meter unter Paris. Das ist so abgefahren. Direkt über den Katakomben befindet sich Paris. Genauer gesagt die Pariser Südstadt. Hier erstreckt sich über eine Länge von insgesamt 300 Kilometern das unterirdische Tunnelnetz. Ein Labyrinth, in dem sich immer wieder Unerfahrene in Lebensgefahr bringen. Erst im Juni dieses Jahres verliefen sich Jugendliche in den Katakomben und konnten erst nach 3 Tagen gerettet werden. Ivan kennt noch ganz andere Geschichten. Manchmal findet man hier unten Leichen, manchmal Drogen. Alles ist möglich im Untergrund. Es ist nicht erlaubt, hier unten zu sein. Hier kann alles passieren. Es ist ein wundervoller Ort, aber auch ein sehr gefährlicher Ort. Wie geht's dir? Ich bin fix und fertig. Man hat aber das Gute ist, man hat keine Zeit darüber nachzudenken, wie krass man eigentlich Schiss haben müsste. Wie unberechenbar es hier unten ist, erfährt das Team am eigenen Leib. Plötzlich steht es knietief im Wasser. Grundwasser, das durch die Wände gesickert ist. Die Gänge werden immer kleiner. Der Wasserstand steigt immer mehr. Wir gehen jetzt zur La Châtière des Sables, einer Katzenklappe. Eine Katzenklappe? Ja, genauso groß. Oh man. Was denn? Wir müssen durch einen kleinen Gang durch, der nicht größer ist als eine Katzentür. Was? Ja. Da passe ich nicht durch. Vielleicht übertreibt er, hoffe ich. Auf dem Weg dorthin eine weitere böse Überraschung. Manchmal bricht hier einfach etwas runter. Okay, das ist absolut gefährlich. So dangerous. Ja, sehr. Das Teil ist irgendwann runtergebrochen. Ihr seht, hier unten ist es absolut lebensgefährlich. Direkt vor der Katzenklappe präsentiert uns Ivan sein wichtigstes Werkzeug. Einen Klappspaten. Du erinnerst dich an gerade? Manchmal bricht ein ganzer Durchgang ein. Also wir müssen uns den Weg vielleicht freigraben, wenn die Gänge zu schmal werden. Oh mein Gott. Okay. Seht euch das an. Kommen wir da durch? Nein. Max. Ich hab Platzangst, das weißt du schon. Ja, das kriegen wir hin. Thank you. Max, ich helfe dir. Ich hoffe, ich bleibe nicht stecken. Ach, mein Arm. Oh, shit. Also, wenn man sich hier umdreht, ist es total scary, Mann. Seht ihr das an? Das ist eingestürzt hier, ne? Wenn du hier alleine bist, dann bist du verloren. Wir müssen hier schnell raus. Kaum vorzustellen, dass das für Ivan eine zweite Heimat ist. This is your home. Das ist unser Zuhause, der Strand. Tatsächlich, ein Graffiti-Strand. 25 Meter unter Paris. Aber Ivans absoluter Lieblingsspot befindet sich hinter diesem Loch. Ist das ein schmaler Durchgang? Willkommen im Kino. Ein Kino, in dem tatsächlich regelmäßig Filme laufen. Manche nehmen einen Projektor mit und zeigen den Film dann an dieser Wand. Da wird er gezeigt. Yes. Okay. Sogar Sitzbänke gibt es hier unten. An den Wänden sind Graffitis von jedem Film, der bisher gezeigt wurde. Hier. Joker, Batman. Aber warum gibt es überhaupt diese riesigen Höhlen? Die Katakomben sind alte Bergbaustollen. Bereits im 12. Jahrhundert werden hier unter Tage Steine, Gips und Ton abgetragen. Für den Bau der Pariser Stadt. Aber die Stollen bleiben nicht leer. Sie werden Ende des 18. Jahrhunderts zum Reich der Toten.
Da durch Seuchen und Hungersnöte die Pariser Friedhöfe komplett überfüllt sind, wird 1785 behördlich angeordnet, die Gebeine der Verstorbenen in den alten Stollen unterzubringen. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts werden so über 6 Millionen Skelette in die Katakomben überführt. In einem öffentlich zugänglichen Museumsabschnitt bekommen Touristen die Knochenstapel noch heute zu sehen. In Ivans Welt geht es dagegen etwas bunter zu. Ivan, wer hat das hier gemacht? Weiß ich nicht. Niemand weiß das. Irgendjemand hat damit angefangen und andere haben dann einfach weitergemacht. Ein richtiges Kunstwerk. Ein absurdes Kunstwerk, aber ein Kunstwerk. Die Kataphilen haben auch Gemälde aus Matsch und andere bizarre Kunstobjekte hinterlassen. In den Tiefen der Katakomben steht sogar ein einsames Fahrrad herum. So wirkt es fast harmlos. Aber das Team kann froh sein, mit Ivan unterwegs zu sein, denn auch hier lauern Gefahren. Das ist nur ein Wasserloch. Aber jemand ist hier 2012 reingefallen und hat sich sein Bein gebrochen. Die Feuerwehr musste kommen und ihn rausholen. Er wurde gerettet? Ja. Jetzt geht es ihm gut? Ja, nur ein gebrochenes Bein. Bevor Ivan unseren Reporter wieder aus den Katakomben führt, steckt er einen Zettel in eine Felsspalte. Warum? Weißt du, was ein Tract ist? Nein. Ein Tract ist ein Stück Papier, auf das man etwas Dummes schreibt oder malt. Und dann versteckt man es für andere Kataphile. Es ist ein Spiel, eine alte Tradition. Ich weiß nicht, was mich noch überraschen könnte. Kurz vor dem Ausgang nach oben wird es noch mal eng für unser Team. Richtig eng. Gegen dieses Loch war die Katzenklappe von vorhin ein Witz. Okay. Jetzt wird es eng, Max. Hammer. Freu mich. Einfach noch. Nimm die Kamera. Das ist heftig, ne? Das ist das Erste, was ich je gemacht habe. Ich schwör's dir. Ich hab's geschafft. Hier muss man echt Ängste überwinden. Ich hatte gerade ein bisschen Panik. Ich auch, weil ich nicht wusste, wie eng der Gang wirklich ist und wie es weitergeht. Nach 5 Stunden im Untergrund endlich eine gute Nachricht für Florian. Unser Guide hat einen Ausweg gefunden. Jetzt geht's hoffentlich nach oben. Oh, shit. Ja? Licht am Ende des Tunnels. Sind wir da? Wie beim Einstieg checkt Ivan zuerst, ob die Luft oben rein ist. Wir sind da. Einfach mal raus hier. Wir haben es geschafft. Wie fühlst du dich? Ruhig und in Frieden mit mir selbst. Und wann gehst du das nächste Mal runter? Morgen um 11, selber Ort. Ich weiß das echt zu schätzen. Das war eine coole Erfahrung, aber ziemlich gefährlich. Ein wenig. Aber echt großartig. Vielen Dank. Kein Ding. Wir haben es geschafft. Und ich kann wirklich verstehen, warum die Kataphilen immer wieder da nach unten gehen. Denn an jeder Ecke wartet ein Abenteuer. Aber jedes Mal aufs Neue sein Leben zu riskieren, das ist es nicht wert. Und ich bin einfach nur froh, dass wir wieder hier oben sind und uns nichts passiert ist. Und ich will einfach nur nach Hause. Lass uns gehen.